Ja, willkommen, liebe Zuschauer, bei Ark Survival Evolved mit der Sendermod. Wir bauen weiter an unseren Gebäuden. Ich habe meine Wasserleitung in der letzten Folge abschließen können, soweit. Wir haben unsere Hauptgebäude teilentkernt und jetzt wieder die Lücken geschlossen mit größeren Toren, damit man auch mit Sauriern rein kann zum Abladen und zum Beenden und Entladen. Mit von der Partie sind der Azrak, Hi. der Palain Hallo. und es gibt ihn wirklich, Wufer. Hello. Okay. He's real. So. Den kann man gut nehmen und Fasern zu sammeln. Ich hole gerade. Ein Bären. Bär. Wir haben keinen Bär. Richtig. Nee. Okay. Oder halt ein Affen. Aber der sammelt das auch nur im, wenn er alleine sammelt. Und Er muss noch wandern stellen dann, genau, muss auf ne? Wandering stellen. Ja. Und damit setzt du ihn einer gewissen Gefahr aus. Wobei, ich sag mal, wenn man den hier oben auf diesem, da hole ich jetzt gerade selbst erfahren, auf diesem Hochplateau über unserer Basis. Ja. Das ist eigentlich absolut sicher, also hier läuft nur mal ein Parasaurier oder sowas rum, mehr nicht. Ja. Wenn man den hier irgendwie aussetzen könnte, so ein Affen, könnte der hier nach Herzenslust eigentlich seinen Kram sammeln. Also wenn wir mal einen haben. Gut. Ja. Sag, willst du die das Pflanzhaus dann bauen? Oder die Düngerstation oder wie? Pflanzhaus, die Growing Pots. Ja. Ja, Nee, kann ich machen. es gibt ja mittlerweile auch, ich habe schon wieder keine Erfahrung mit, so ein Gewächshaus, ne? Ja. Okay. Kenne ich mich halt auch noch gar nicht mit aus. Müssen wir rauskriegen. Ja, ich setze erstmal ein paar normale. Aber jetzt verbreite ich erstmal unseren Gang. Also die Bauteile davon sind hier in den Schweinchen. Es wäre halt schön, wenn man das sozusagen im Erdgeschoss einen Bereich machen könnte, wo man nachher die Käfer einsperrt und im ersten Stock dann die Dings, Was ist Dings? die Croplots setzt. Der erste Stock ist Wohnzimmer. Das Gewächshaus. Das Dass man Gewächshaus da einen kann von mir ein. aus aufs Dach. Nee, ich glaube, er meinte im ersten Stock vom Gewächshaus. Erster Stock vom Gewächshaus? Wie aus das Ding, dass es ein Stockwerk hat? Ich würde vorschlagen, dass man halt, um die Käfer unterzukriegen, unten ein Stock, also einen begehbaren Stockwerk macht und die Pflanzung erst im zweiten Stock dann, also quasi im ersten Stock macht. Hier vom Haus oder was? Von dem Gewächshaus. Ich rede vom Pflanzhaus. Ich habe das Gewächshaus noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob, ich wusste noch nicht mal, dass es Stockwerke hat. Also keine Ahnung. Wir müssen es erst bauen. Ja, eben. Du wolltest doch die Pflanzen. Ja, klar, wollte ich die Pflanzen, aber ich kenne bisher nur Growing Pots. Das ist der Punkt. Es gibt wohl jetzt neu, dass man auch so Bauteile hat, wie aus Holz halt, dafür aber Gewächshausbauteile. Die kamen wohl mit irgendeinem Update dazu. Wie gesagt, kenne ich auch noch nicht. Und die geben wohl einen Wachstumsbonus, Tun sie, ja. wenn da die Growing Pots innen drin sind. Soll ich sowas mal hinsetzen? Ja, mach doch mal, dann werden wir mal sehen, worum es geht. Genau, man kann sie ja dann wieder wegnehmen.
Ja. Dampffackel. Wer denn noch? Hier aufs Haus zu. Ah, ich weiß wo. Oh, es leckt aber wie die Hölle. Mist, keine Fackel drin. Gut, was ich selber jetzt nicht weiß, ist, inwieweit die Bauteile dann ihr das mitmachen, dass sie sich in den Rand setzen lassen. Das werden wir gleich mal gucken. Was denn? Ja, ja, experimentier. Kommt auf ein Experiment an, ne? Was wir damit machen können. Was zum... Dein Scheißviecher, haut ab! Spaß, Spaß mit Kombis. Fackel einsetzen, dass man mal wieder Licht hat hier. So, wo kam ich denn? Da ist eine Treppe. Naja, die kleinen Säcke haben da ein Tablett. Ich wollte nur hier quasi das so breit. Mhm. Na, erschöpft. Alle Widrigkeiten, die man haben will. Ja, da könnte man nämlich unten könnte man die Düngerstation unterbringen, solange bis wir ausreichend Käfer haben. Okay. Jetzt ein bisschen blöd mit der Säule. In case you're wondering what we're doing, Wolfe, we are trying to build a greenhouse. I had to think for a moment what it was called in English. A greenhouse, it's one of the new buildings that came with a new update. It's called greenhouse. Oh, yeah, okay. Yeah, greenhouse structures, yeah. I was just being slow. Was macht eigentlich dein Übergang, Astag? Ich arbeite dran. Okay. Ah, hast du die komplette Wand vergrößert, okay. Ja, das ist der Hintergrund des Ganzen. Ah, clever. Ja, kommt doch gut mit diesem eingebauten Säulenpack. Ach, ja, es passt nicht hundertprozentig. Ah, ich sehe es gerade. Hm. Ja. Gibt's nicht auch irgendwie halbe Wände in diesem CS-Mod? Ja, gibt's. Halbe und Viertel. Okay. Ich
Weil das ist schon so ein bisschen gefährlich. Nee, man kann gar nicht durchfallen. So. Ja, trotzdem sieht scheiße aus. Ja, das schon. Und es ist an der Stelle wieder verjüngt, weil da lässt sich sozusagen wegen der Säule auch nichts mehr anbauen. Okay. Ich bräuchte meine Meinung. Nein. Ja, ich habe jetzt mal. Soll ich es hier platzieren oder ein Stück weiter draußen noch? Sekunde, ich komme. Ich kann mich ärgern. Ja. Ruhigbauner. Okay, und was war die Alternative? Du siehst sie. Die vordere ist bis ganz vorne und die hintere ist bis hierhin. Okay. Kommen wir. Wenn wir die hintere so machen, kriegen wir das hier hinten zu mit der Säule? Müsste eigentlich, oder? Was? Wenn man es bis ganz nach außen zieht, kriegt man das dann hier hinten noch zu mit der Säule? Das auf der Seite, wo du bist, das kriegt man nicht zu. Ah, da kriegen wir keins mehr platziert. Was aber geht, ist das hier. Ja. Also quasi das geht. Aber da hinten, hier vorne geht's nicht. Man kann das auch als Balkon machen. Dann ist es. Ja, dann machen wir das doch als schönen Aussichtsbalkon. Ja, dann machen wir dann. Weil ich habe ja hier eine Leiter für den Fall, dass man runterfällt. Auf den Sims. Aha, sehr gut. Ja, weil ich habe da jetzt ein paar Pfeile verbraucht gehabt. Okay. Nee, dann lass uns das so machen. Ich finde das gut. Ich muss die nochmal. Die muss ich nochmal neu setzen. Ich nehme mal gerade unseren Kanu, um so ein bisschen Kleinvieh hier am Strand zu jagen, weil ich glaube, wir brauchen Fleisch. Was? Warum das denn? An dieser Bauerei kannst du verrückt werden. Ja. Snap nicht. Snappt ein bisschen tiefer, als man eigentlich denkt. Bildet nachher Stufen oder Risse. Ah, kannst du alles haben. Ja. Endlich.
So. Halbe, hast du gesagt? Ja. CS Half Stone oder CS Half Wood? CS. Nur Stone. Ja, bei Holz gibt's sie auch. Warte. Halben setzen kann, muss ich wahrscheinlich. Rege Holzwand links ist es nicht, oder? Nein. Die muss Englisch heißen. Also. Ganz ohne. Ja. CS Half Wood Wall. Irgendwas hat ein Dodo gekillt. Das bin ich. Besorg uns gerade mal ein bisschen Fleisch. Frischfleisch. Aha, halb geht hin. Das ist hervorragend, weil das Ganze hätte hier nicht geschlossen. So ist die Säule nicht mehr so wege. Meat is cooking. Fresh meat. Fresh meat. Fresh. Butcher. Mitzke moiste. Water. Drehen kann ich ihn nicht, oder? Die drehen. Warte. Weiß ich nicht. Wenn dann mit E.
Farben. Oh nee, oder? Dafür brauche ich mal eine. Wir brauchen auch elektrisches Licht im Wohnzimmer. Ja. Muss man gerade noch mal gucken, ob der Ding durchpasst. Ich bin zu schwer. Das wirklich nicht leicht. So. Wie sieht's aus mit Lastvögeln? Wie sieht's aus? Ja, als nächstes. Ja, immer, brauchen wir immer, ne? Also, die machen es schon leichter. Würde ich halt Agenda wie sehen wollen. Ja. Stegokibbel können wir machen. Ja.
Langt da jetzt eine Wand von dem Gewächshaus? Oder. Moment. Weil du jetzt hier hinten einen Stein gesetzt hast? Das ist ja noch nicht das, wo gepflanzt wird. Ah. Hier kommen ja jetzt erstmal, bis wir Käfer haben, kommen die Komposthaufen hin. Okay. Und hier keinen hingesetzt? Schlamperei. Und ich habe jetzt nur mal geguckt, ob ich mit den Schweinchen reinkomme, weil die Schweinchen brauchen wir für die Stuhlproduktion. Unter anderem. Ja, das sind ja eine Kackfabriken. Ja. Sehr schön. Und dann würde ich nämlich hier hingehen und würde meine übliche ein bisschen darauf achten, in welcher Reihenfolge man Sachen auf- bzw. abbaut. Weil man kann natürlich trotzdem CS-Teile verlieren, indem man sie einfach sozusagen von oben runterfallen lässt. Das machen auch die nicht mit. Ja, auch schon eben ein paar Mal passiert. Ja. Na klar. Und deswegen habe ich jetzt von oben nach unten abgebaut, um das zu vermeiden, um das zu umgehen. So. Brauche ich jetzt die Platten. So. Das macht er nicht. Was ist denn die drin unterzubringen? Bedingt. Wohl, da müsste es gehen. Und wieder fehlt Holz. Wofür did you bring new wood? Or what about my wood? It would be nice. We always need wood. Always need your wood. Can't get enough of your wood. I got as much wood as my beaver can take. Yeah. Nice. Wo ist denn die Wasserleitung? Wo ist denn Wasser?
Die Wasserleitung ist einmal hier drin in dem Dings und auf der anderen Seite hier neben den hier oben kannst du zapfen. Wo? Hier oben. Hier hinten, wo das Gewächshaus oder Beispiel, ja. Ich bin beim Falschen. Wo die Latrine entsteht. Hinten. Hier. Genau. Und hier auf jeder Seite haben wir. So, und das wäre jetzt das Ding, wo man die Kropplots oben drauf setzen kann. Ah. Und dann obendrauf noch die Glaswände, damit es schneller wächst. Das ist natürlich, ja, das ist eine feine Sache. Gefällt mir die Idee. Wie kriegen wir Wasser eigentlich hier in die Küche hin? Mehr Rohre legen, ne? Die Leitung kann ich dir da hinlegen. Ja, da wollte ich eigentlich Wasser haben. Dann können wir nämlich da auch kochen. In Anbetracht der Tatsache, dass es nicht 100% gerade ist, wohl. Das kriegen wir da hin. Das ist kein Ding. Chef ist Shay. Wie der Hesse sagt. Ja. Das sind Elektroteile. Nee, das ist das. Ist immer in der anderen Sau. In der anderen Sau. Ja, hier ist es. Hey, und kann. Ah, überladen. Sollen wir hier gegen Ende noch eine Holzsäule hinsetzen? Oder brauchen wir das nicht? Das sieht vielleicht einfach besser aus, oder? Das ist einfach hier so freischwebend. Ja, jetzt setze ich erstmal. Unglaublich, wie viel Holz drauf geht für so ein bisschen Bauarbeiten. Ja. Ach, jetzt reicht's. Immer steige ich auf den falschen Biber auf. Ja, dann machen wir Hände mal was aus Stein oder Stahl. Der Biber hat eine Brille. Wolf, your Biber has glasses. That is Lady Beaverton. Lady Beaverton. Not just any Beaver. Okay. Oh.
she takes wood like a lady. Ah, okay. She's an older lady. She doesn't see as well anymore. She needs her glasses, okay? Hey, old lady. she has a lot of experience. Yeah. Right. Wann mangelt's denn jetzt? Holzsäule. CS. Brauerei macht einen fertig. Ja. So eine Säule drin. Kurz die Säule. Hier geht einer drauf. Sieht man die Säulen nicht mehr, wenn sie angesetzt sind? Ich glaube, man sollte sie schon sehen, oder? Also aus dem Boden rausragen, so ein Stückchen? Die CS eventuell nicht. Das war der Fehler. Jetzt. Nee.
Das ist eine einsame Arbeit. So, 10 Felder habe ich jetzt. Geil. Was soll ich pflanzen? Einmal Standardgemüse und dann haben wir noch 6. Ja, Narkoberries brauchen wir immer. 6 mit Narkoberries oder 2 mit Stimberries und 4 mit Narkoberries? Stim brauchen wir nicht allzu viele. Stim wird unterschätzt. Willst du lieber mehr stattdessen haben? Oder mach bei 2 Stim und 4 würde ich sagen, Narkos. Ja. So, dann lass mal sehen, dieses Gewächshäuschen. So, seid ihr? So, also hier ist schon mal... Ah, das ist jetzt eine Glasfront. Richtig. Ist es eigentlich sinnvoll, dass dieses Schwein hier drin eingeschlossen ist? Sehr sinnvoll. Okay. Es ist nicht eingeschlossen, es kann rein und raus. Aha. Ja, weil unten sollen die, Unten kommen die Dinger hin, die, Kompass drauf. Check out the Greenhouse in progress. Das, was jetzt hier oben noch Dings sind, Steinwände werden natürlich ersetzt durch die Glaswände, durch die entsprechenden. This down here is literally the poop deck. This is where we make our fertilizer. So, plan to park the piggies in here. Up here we are planting. And all of this is going to be enclosed in the greenhouse walls. That's the idea anyway. Das ist immer die andere Sau. Das ist unglaublich. Das ist immer die andere Sau. Nimm doch beim nächsten Mal die andere Sau, als du denkst. Vielleicht war es dann die richtige. Also was hat man gesagt? 4 Narkos? Ja, brauchen wir schon, denke ich. Ja. Einmal Mayo, einmal Stim? Ja. Und die richtigen Gemüse. Okay.
So, gut. Azrak? Yeah. There is more walls and window frames and all things in that last cupboard there. Yeah, I see. Okay. But enough. There's not enough for the second floor. Oh. Jesus. Maybe. toter Stego. Macht mich immer ein bisschen stutzig. Was denn? Ah, wenn hier so ein toter Stego in der Landschaft liegt. Ja. Was mag ihn gelegt haben? Ich glaube, es waren Skorpione. Ich ernte ihn mal ab. Oh. Du willst, dass man hier nicht zum Crafting-Bereich runter springen kann oder so. Hey, wenn, machen wir dann noch einen zweiten Abgang. Wir können auch eine Wand weglassen, dass du runterspringen kannst. Auch gut. Was ich vorhin mit Atrium meinte, war... Na, Schluss. Auch egal. Was denn? Gut. Aber was anderes. Das hat natürlich abgeschlossene Wohneinheiten. Das kann man auch machen, klar. So, jetzt brauche ich... Das hier kann... Wenn das praktisch ist, können wir auch irgendwo, dass man hier runterhüpfen kann. Das ist auch kein Problem. Mal halt ausprobieren. Ich will es erstmal soweit... Das sind ja alles Wände, die man wieder wegnehmen kann. Das ist ja der Vorteil an der ganzen Bauerei. Ja. Erstmal, wie es passt. Dann will ich oben drauf eine komplette Decke setzen, dass man da wieder drauf landen kann. Ja, ja, klar. Deswegen ist es jetzt 3 hoch. Übergang. Ah, cool. Window Frame. Nice. Oder nein? Ja, mal unten ein Herd des Stegos vor der Haustür rumlaufen. Wollen nur spielen. Naja, ne, von denen könnten ja auch gleich auch mal ein paar legen. Hab ich mir gedacht, weil die sind ja immer ganz kurz zum Bärchen sammeln. Und außerdem brauchen wir die Eier. Naja, werden wir mal schauen. Wo denn unten? Zum Boot hin oder wo? Nee, andere Richtung. Richtung Festland. Und dann, wenn du Richtung Land schaust, rechts. Auf der Uferseite. Da hinten an dieser Anhöhe, da laufen sie rum. Wolfair, we need many wooden sellings. CS wooden sellings, planes. Sellings, ja. Yeah. Like to make it?
There's 43 still in the bed, so I'm gonna make more. Oh ja, genau, guck mal, ganz oben. Das sind 43. Ah, okay, I see. Thanks. Marc, kannst du mal... Good. Ja? Kommst du mal nochmal hoch, weil ich weiß nicht, wo du bist. Ich werde draußen nicht schlau. Folge mir. Ist sie hier drüben an dem Hang? Da kreucht einiges. Ja. Mal ja, gucken, was die für Level haben und dann könnten wir. Und vor allem, wenn es Weibchen sind, natürlich. Das ist ein Männchen, aber ein Männchen brauchen wir. Ja. Soll der grob werden oder was? Oh, wenn die sich hier schon so anbieten. Das ist auch ein Männchen. Ja, hier laufen so ein paar Stegos am Hang rum. Da dachten wir, können wir vielleicht ein paar legen. Das ist auch ein Männchen. Oh Mann. Nur Kerle. Das ist ja doof. Ein hohes Männchen, 125. Und ein 85er. Sagt mir Bescheid, wenn ihr da was liegen wollt, dann komme ich auch dazu. Oh ja, und klemmt auch eins von diesen Gallimimus, oder wie die heißen, im Baum fest. Ja, aber das kannst du abhaken, da haben wir nicht genug Narkotics für. Okay. Ja, sollen wir das Weibchen und das hohe Männchen legen, oder was? Ja, warum nicht? Wo seid ihr, an welcher Ecke? Warte, ich führe dich. Wolf, I wanna come along, we are trying to tame some Stegos. Okay. I'm coming back and I'm going to show you guys more. Natürlich wesentlich spannender, als die blöde Decke einzuziehen. Ja, mal ein bisschen Abwechslung, ne? Hoffe, hallo. Okay, was brauchen wir denn da? Eine Armbrust, glaube ich, wäre ganz nett. Narkotics und am besten Gemüse, oder? Ja, ja, Bären. Bären haben wir. Bären. Ja, Gemüse, ja, wir haben im Kühlschrank, haben wir noch, aber nicht... Haben wir noch nicht... Narkotik-Pfeile irgendwo? Ich weiß nicht. Ja, wir haben noch. Ich kann welche bringen. In welcher Schublade? Nein, nicht in der Schublade. Ich hole sie. Wie viele werden dann gebraucht? 100? Ja, gib mir mal 100. Die Klamotten gefärbt? Ja. Wolfie hat Farben gemacht. Ja. Wolfie made dice. To make everything pretty. Kann man ja auch schön hier alles anmalen, ne? Ja. Schöne Wandfarbe einziehen. Ja, das mit dem Regen hier innen drin ist schon ein bisschen. Kannst du viele Dächer drauf machen? Wie du willst. Kommt alles durch. Gustmann, wo bist du denn? Ich hab die Pfeile geholt. Ja, wo bist du denn? Jetzt sind wir schnell genug. Am Schiff. Wo bist du? Am Boot. Ah, da. Ah. Sag doch, dass ich da hin muss, dann fliege ich da hin. Nee, nein, ich bin ja hier oben. Ist er da? Ja. Kralle. Wenn man auch so parkt. In den Eingang rein. Genau, dass nur einer durchkommt beim Dreier-Tor, was? Da liegen sie nicht. Im letzten Schrank, wo die. Ja, ja, ich hab's. 50 müssten funktionieren, oder? Aber ja. Hallo, Dicke. So. Sind ja keine Brontos. Nee, wirklich nicht.
Da ist noch einer frei. So, okay, Ulfa, you wanna grab a flyer and come along? Your thing. Okay, you know, follow me. Wer hat jetzt meinen Vogel genommen? Keine Ahnung. Ja. Hauptsache, es hat jeder einen. Nee, ist nicht ganz so, weil ich... mit dem Gewicht. Ja, okay. Also, viel Spaß bei der Jagd. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo anders einen Flieger krieg. Was wolltest du jetzt legen? Stegos. Ja. Ah, die ja. Da unten. Ja. Ja, es gibt wohl ein Weibchen. Ein 85er Weibchen und ein 125er Männchen. Die wären natürlich ganz gut. Let's park the flyers a little bit away. Guck mal, ob die Luft hier oben rein ist. Schaut bis jetzt ganz gut aus. Was seid ihr denn jetzt? Was ist denn eigentlich das hier? Ein richtiger Fronto ist das doch auch? Ich bin auf dem Boden. Diplotok. Oh, warte Gott, oh Gott. Okay. Ach da. Du hast nur geparkt. Da hinten. Ja. Okay. Female on Kilo. Level 25. Hm. Ich dachte, Stego wollten wir haben. Ja. Ja. Ja gut, die anderen brauchen wir auch. Ja, erstmal einen jetzt. Erstmal. Einen, erstmal zwei. Mach da erstmal einen nach dem anderen. Welcher soll es denn sein? Das hier fehlt. Die da. Ja, auch noch nicht. Und ein Ei hat es auch gelegt. Hm. So, welcher ist es? Der hier. Der rosa. Mit den rosa Dings. Und der andere war doch eben daneben. Irgendwas hat ihn gekillt? Nein, nicht gekillt. Der liegt. Hallo, dann sag doch mal, dass du anfängst. Ja, was? Ich suche immer noch das Opfer. Das ist der Falsche. Ja. Ach, Mann. Ich blöd. Los, nein. Oh. Warte mal, ist das der hier? Das ist der angreift, oder? Ja, der hier. Ja, der hier. Das ist das Männchen. Shoot the big guy. Das ist ja ein schöner koordinierter Angriff. Pass auf, dass er nicht das andere Vieh trifft. Nicht ein Pronto erwischen. Mhm. Nicht, was macht ihr denn? Wir spielen mit dem Großen hier. Oh ne, jetzt geht ein Raptor an den hier. Das ist ja immer so. Sag doch, 50 werden wohl reichen. Ich wusste ja nicht, was ihr da... Es war ungeplant, es hat angegriffen. Ja, sicher. Er hat angefangen. Oh,
fällt aber auch nicht um hier. Oh, okay, ich hab den 125er. Ja, warte mal, wir sind noch nicht so weit. Wir haben hier noch ein ganz anderes Problem. Welches denn? Ah ja, mir liegt der oder liegt der nicht? Er liegt nicht, also haben wir den als Problem. Ach so. Was hält denn der aus? Stachelschweinchen. Der ist sauer. Wen habt ihr denn sauer gemacht? Ja, hier so ein Riesenvieh, keine Ahnung, was das ist. Ein Diplo. Diplodocus, ja. Ja, der macht keinen Schaden, den könnt ihr ignorieren. Heißt, der macht keinen Schaden, den wollen der wir eigentlich kein... Nein, geht nicht. Ah, da brauchen wir nicht weiter drauf schießen. Der wird passiv gezähmt. Ah, okay, Wolfhard, give it up, Ada. Apparently you can't. You can put some berries in your number zero slot and can put them. Okay. Just let it go. Yeah. Oh man, das läuft ja alles prima hier. Flieg mal zurück und hol mir neue Betäubungspfeile. Okay. Ja, prima geklappt. Einen Menschen haben wir jetzt nicht. Wir haben eine Menge Pfeile verschossen. Moment. Ja, du hackst gerade auf den Menschen drauf rum, ja? Das ist das Männchen. Das ist kleine Männchen. Ich habe oben das 125er Männchen liegen. Ah, okay, alles klar. Gussmann, ich will dir nicht drängeln, aber es ist Zeit. Let's try to find the female again. Ja. Du wärst dran mit der Abspannsprache. Ja, gut. Wenn ihr sehen wollt, wie die Expedition der Chaoten zwecks Stegos nächste Woche beim nächsten Mal ausgeht, dann schaltet doch wieder ein. Ansonsten habt Spaß bis dahin. Und, ja, ich übergebe das Wort an die anderen. Asra. Ja. Wo ist das, was wir legen sollen? Hier ist es, hier ist es, viel mehr. Genau, hier rufen, mitten in der Wildnis, das ist das Beste. Wo? Richtung Strand. Meine Ansage. Ja, tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wofür, say bye. Oh, already? Okay, bye! Ja. Das ist auch ein Männchen. Nein, das, was uns gerade hier angreift, das ist ein Weibchen. Glaube ich. Ist das die große? Da liegt sie. Ja! Super! Hervorragend! Excellent! Good job! Ist jetzt blöd, dass wir die so weit voneinander entfernt haben. Ja gut, dafür.